Moinsen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Informationsvideo zum Farming Simulator 22, dem Landwirtschaftssimulator 2022, der in diesem Jahr, also 2021, wie immer ein Jahr, wird dieses Spiel ja vordatiert, erscheinen wird. Viertes Quartal, ich bin echt gespannt. Und haha, es sind richtig geile neue Infos. Also wirklich, Leute, hinsetzen, Augen aufmachen, Öhrchen auf, hier nochmal schnell putzen und dann aufspannen und ganz genau zuhören. Aber es ist eine Mega-Info, Freunde. Ich freue mich erstmal natürlich, dass Sebastian jetzt nicht schnell vorspulen hier, ne? Wenn euch das Video gefällt, würdet ihr mich natürlich damit unterstützen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ich bin mal gespannt, ob dieses Video genauso durch die Decke geht, das letzte Q&A. Über 25.000 Aufrufe auf das letzte Q&A zum LS22. Der absolute Wahnsinn, Leute. Mal schauen, was mit diesem Video abgeht, weil es ist nun mal ein geiles Video, wie ihr es schon im Streamtitel lesen könnt. Produktionen im LS22. Es ist tatsächlich so, Leute. Der LS22 erhält die Produktionen. Und zwar als festen Bestandteil des Hauptspiels. Nicht als Mod, nicht nachträglich, nicht hier, nicht da, nicht irgendwo, sondern wirklich richtig geile neue Produktionen, neue Gebäude und vieles, vieles mehr. Ihr braucht dafür nicht mal einen Mod. Und das Ganze soll wohl auch Konsole und alles möglich sein. Und es ist nicht einfach nur Weizen zur Mühle bringen und dann kommt da Mehl raus, sondern weiter, 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 weiter. Leute, Wahnsinn. Ich habe ein paar Bilder für euch, die lasse ich jetzt so mal nebenbei gleich laufen. Ich möchte euch aber vorneweg sehr gerne einmal den Block zeigen. Den habe ich nämlich jetzt hier schon wieder zugezogen. Oh, ja, es ist halt ein Bild. Es ist wie nennt man sie? Eine PDF-Datei, die momentan leider nur in der englischen Version zur Verfügung steht. Das ist so, wenn ich solche Vorproduktionen mache, dann habe ich meistens oder oft nur so eine englische Version. Das ist aber grundsätzlich gar kein Problem, Leute. Wir gehen die mal kurz zusammen durch. So, ich scroll mal ran, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Das ist jetzt eine PDF. Deswegen, da kann ich auch jetzt nichts markieren oder so. Ich kann euch das nur mit der Maus zeigen. Wie gesagt, ich werde euch das mal ein bisschen ins Deutsche übersetzen. Und danach gehen wir auf die Bilder ein. Und zwar hier, ne, First Look, erster Look zu den Produktionen im LS22. Und das finde ich schon echt geil. Es startet wirklich der LS22 mit eigenen Produktionen. Das bedeutet im Endeffekt, es ist nicht wieder hier nur einfach das Weizen dreschen und dann verkaufen fahren, sondern ihr könnt es jetzt zur Getreidemühle bringen. Die Getreidemühle macht da feines Mehl draus und dann bringt ihr das zur Bäckerei. Und was macht die Bäckerei damit? Naja, Brot. So mal als kleine Info. Es gibt noch mehr. Es gibt neue Gebäude, neue Shops. Und wie gesagt, die ganz neuen Produktionen. Und hier geht es in den Text darum, was es denn jetzt überhaupt genau ist. Naja, es ist grundsätzlich so, es gibt auf den neuen Maps schon diese neuen Gebäude. Ihr könnt sie euch aber auch selber platzieren. Um mal auf diesen Screenshot einzugehen, ich scroll jetzt mal so rein, der verpixelt leider ein bisschen. Ich habe aber auch gleich auch noch Original. Ihr seht hier, in den Schaufenstern liegt das Brot. Und hier vorne haben wir den John Deere Gator, der gerade das Brot am Aufladen ist. Aber was ich eigentlich viel spannender finde, ist hier, habt ihr ja diese 3D-Fenster und auch unten seht ihr die Bäckerei, die hier das Brot am Backen ist. Also mega, mega geil. Ja, was heißt das aber jetzt grundsätzlich für uns? Also, platzierbare Gebäude, die könnt ihr auch selber platzieren, so wie ihr das wollt. Oder halt, ihr nutzt die fertigen Maps, wo sie bereits platziert sind. Dürft ihr wirklich selber entscheiden. Es wird darum gehen, dass ihr ein paar der Produktionen übernehmen könnt. Das heißt, wenn ihr schönes Brot oder Kuchen produzieren lassen wollt, dann braucht ihr Flour, also Mehl, Zucker, also Zucker und Butter, also Butter. Mehl, Zucker und Butter wird benötigt, um zum Beispiel ein schönes Brot oder einen Kuchen herzustellen. So, wenn ihr das machen wollt, braucht ihr natürlich eine Getreidemühle, eine Zuckermühle. Und, verdammt, was heißt dieses Dairy? war das jetzt, das war doch irgendwas wegen der Butter, da. Moment, ich muss kurz translaten. Molkerei, dankeschön. Oder die Molkerei. Your new bread and butter. Das bedeutet jetzt für euch, das zeige ich euch auch gleich, ich habe das in der schöneren Version, ihr könnt es selbst produzieren. Das finde ich sowas von geil. Der LS22... Der kann nie langweilig werden, wenn ihr jetzt diese ganzen Produktionen so habt. Das Geile ist,
Ihr dürft es selbst entscheiden. Ne? Ihr lasst jetzt zum Beispiel durch das Weizen, was ihr geerntet habt, bringt ihr zur Getreidemühle und die Getreidemühle macht daraus Mehl. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das Mehl weiter transportiert. Ne? If you try it, if your farming business is able to handle lots of goods. Also ihr dürft es selbst entscheiden, ob ihr dann das Mehl selber mit euren Fahrzeugen weiter produzieren wollt oder das von einem Unternehmen durchführen lässt, also von dieser Molkerei, von der Getreidemühle so, die das dann für eine kleine Bezahlung selber weiter transportieren. Da stellt sich natürlich jetzt für viele direkt die Frage, wie im LS13 der Milchtransporter. Wird man das als KI-Verkehr selber sehen oder ist es einfach nur, jo, bitte produzier das, hier hast du 100 Euro und zack ist es schon am nächsten Standort. Da bin ich wirklich mal gespannt, da gibt es jetzt hier noch keine Infos zu, ob man wirklich dann diesen LKW sieht, vielleicht wie das sogar aufgeladen wird und dann weiter weiter transportiert wird von der Getreidemühle zum Beispiel zur Bäckerei. Da bin ich echt mal gespannt. Ihr dürft es aber auch entscheiden, ob ihr es selber wollt. Ne? Das bedeutet für euch, ne, genau, jetzt wenn ihr zum Beispiel von der Zuckermühle den Zucker abholen wollt, dürft entscheiden, ob es selber weiter transportiert oder halt es liefern lasst. Und das finde ich ganz gut, weil dann könnt ihr nämlich bei der Bäckerei entscheiden, ob ihr dann das Brot zum Beispiel wieder transportieren lasst oder es selber zum Beispiel zum Supermarkt, zum Restaurant oder zum Farmers Market transportieren lasst oder halt selber dahin bringt. Ne? Also das bedeutet, ihr habt quasi Getreide. Nein, ihr habt euer Feld. Das drescht ihr ab. Getreide. Weizen. Weizen zur Bäckerei. Bäckerei macht Mehl. Mehl. Weizen zur Getreidemühle. Getreidemühle macht Mehl. Das Mehl weiter zur Bäckerei. Die Bäckerei macht Brot. Und das Brot könnt ihr weiter zum Supermarkt transportieren. Das dürft ihr wirklich alles komplett selbst entscheiden. Ihr könnt auch sagen, ich möchte direkt das Weizen verkaufen. Ihr könnt es aber auch wirklich bis zum Supermarkt des Brotes ausführen. Für das Brot bekommt ihr natürlich dann im Endeffekt mehr Geld, als wenn ihr es nur im Weizenverkauf macht. Das steht nämlich hier in dem Abschnitt, dass ihr selbst entscheiden könnt, ne, ob ihr direkt das geerntete Weizen verkauft oder ob ihr noch mehr Geld machen wollt und dadurch dann ein frisches Brot backen lasst. Das ist richtig, richtig geil. Und was auch noch ganz cool ist, das steht in diesem kleinen Abschnitt hier. Ihr könnt es, wie gesagt, selbst entscheiden und ihr könnt auch mehrere Produktionen gleichzeitig laufen lassen. Das bedeutet, klar, die Weizenmühle kann direkt mal das Weizen machen, dann bringt ihr zur Zuckermühle noch den Zucker. Die Bäckerei macht das Brot und dann noch parallel mal noch ein bisschen Kuchen. Dann bringt ihr das Brot schon mal zum Supermarkt, währenddessen wird der Kuchen fertig produziert. Der Kuchen kommt dann auch zum Supermarkt. Oder, ach, ich habe hier Weizen, das fahre ich direkt verkaufen und jetzt ist hier nochmal was wählen, das kann man auch direkt verkaufen oder fahren es auch direkt weiter zur Bäckerei und so weiter und so fort. Das dürft ihr wirklich komplett selbst entscheiden. Mehr folgt in Kürze, bitte dran halten und darauf warten, ne? Also aktiv bleiben. Und ja, das sind so die ersten Produktionsarten, die es geben wird und vieles weitere kommt noch in naher Zukunft. Und dann wird hier nochmal daran erinnert, dass zwischen dem 21. und 23. Juli die digitale FarmCon ist auf dem Twitch-Channel von Giants. Dieser ganze Post hier werde ich euch natürlich verlinken, dass ihr euch da das in Ruhe nochmal durchlesen könnt. Dann ist es natürlich auch in Deutsch verfügbar. So, das sind mal neue Gebäude. Ich sage ja, ich habe auch in-game, realistische In-game-Bilder. Man sieht schon, ne, bisschen neue Grafik, bisschen neue Umgebung. Das könnte so, ja, das ist die Sommerzeit rum. Das ist der Redford Park, Elm Creek Wolfes. Müssen wir ja glatt mal googeln, ob es sie wirklich gibt. Bin ich wirklich mal gespannt. Also es ist so eine der neuen Gebäude, die mit dazukommen werden. Auch hier ist, ich denke mal, das wird eine... Was könnte das sein? Weil hier ist ein Weizenkorn abgebildet auf dem Schild. Quattis? Autis? Könnte Autis heißen, ne? Autis oder Quattis? Ich weiß es nicht genau. Aber auch eins der neuen Gebäude auf der neuen Map. Das ist übrigens schon die neue Map, was ihr hier seht, ne? Also auch ganz spannend. Gibt's natürlich auch wieder eine Gas Station, eine Tankstelle. Garrison nennt sich diese. Welcome to Garrison's Gas Station Car Service. Also könnt ihr auch noch das Auto reparieren lassen. Kann man natürlich wieder als Tankstelle nutzen und eure Traktoren volltanken. Das ist auch wieder mit dabei. Das hier ist, das hattet ihr gerade schon gesehen, nur ein bisschen verpixelt. Das ist die Bäckerei, Morgan's Bakery. Auch in-game, LS22 auf der neuen Map. Das sieht mir so ein bisschen nach Herbst aus.
die Jahreszeit, die wir im Hintergrund laufen haben. Und ihr habt ja halt oben wieder die 3D-Fenster. Das bedeutet, oben seht ihr so ein bisschen Leben. Und unten die Bäckerei, da sind wirklich auch die Brote im Schaufenster ausgestellt. Und wie man vorne links sieht beim JD Gator, ihr habt halt da so Paletten mit fertig gebackenem Brot, welches ihr dann auf euren JD Gator, auf einen Anhänger oder sonstiges aufladen könnt und dann zum Supermarkt bringt, um es zu verkaufen. Also das ist alles mit Produktionen gehandhabt, die dann das Brot hier produzieren und vorm Gebäude abstellen, damit ihr es weiterverarbeiten könnt. Hier befinden wir uns jetzt bei der Mehlproduktion, also Getreidemühle, Goldenfield Grain Mill. Das ist die Getreidemühle, auch hier das gleiche, ne? Mit einem Gabelstapler oder einem Teleskoplader, was auch immer ihr nutzen wollt, habt ihr die Möglichkeit, die Paletten voll mit Mehl weiter aufzuladen und zur nächsten Produktionsstätte zu bringen. Finde ich mega, mega geil. Das ist Öl, also für mich die Butter. Ne, Butterproduktion, auch eins der neuen Gebäude. Öl, Butter, denke ich mal. Auf jeden Fall Ölproduktion, ist ja Öls. Ich denke mal, wird auch die Butter dann hergestellt. Finde ich auch ganz cool. Okay, es wird Öl hergestellt. Krass, wir kriegen sogar Öl. Ja, moin. Mega, das wird bestimmt aus Raps gemacht. Rapsöl. Ja, geil. Hier haben wir Ölproduktion. Das ist also tatsächlich die richtige Ölproduktion. Und was ich hier sagen muss, Leute, guckt mal den Charakter an. Der hat, für mich sieht es aus wie so eine Art Lederjacke an und einen weißen Hoodie und eine blaue Jeans. Das sieht man da ganz gut. Ich glaube, hier auch die Dame, na gut, Karo, braunes Hemd, das kennen wir schon, aber hier er hat eine, das sieht aus wie eine Lederjacke. Auf jeden Fall irgendeine Jacke an. Sehr, sehr geil. Aber hier Ölproduktion, ne? Könnt ihr auch selber handhaben, wie ihr das gern machen möchtet. Und jetzt, Freunde, geil, oder? Case ist natürlich wieder vertreten. Hier mit dem Case Magnum 340. Mega geiles neues Modell. Hinten dran noch eine wunderschöne Quaderballenpresse. Der hier in-game ist übrigens die amerikanische Version mit den, also nicht die europäische, sondern die amerikanische Version mit diesen Begrenzungstafeln hinten dran. Seht ihr ganz gut, die Überbreite des Fahrwerks, des hinteren Fahrwerks, also über die Breitreifen anzeigt. Amerikanische Version. Richtig, richtig geil. Vielleicht gibt es auch die EU-Version. Schauen wir mal. Fendt ist natürlich wieder mit dabei. Scheibenegge im Hintergrund. Das dürfte... Jetzt lasst mich nicht lügen. Ich habe es mir leider nicht großgezogen. Jetzt hätte ich nämlich mal echt gerne gewusst, ist das ein Fendt 1050 oder sogar ein 900er. Aber von der Front her würde ich sagen, ist das ein 1050. Ich glaube mal, nee, ein 900er. Ich sehe es gerade. 39 Vario ist das. Aber auch hier der Charakter. Ne? Ihr seht das ganz gut. So, ich zeige euch das mal hier. So. Oh! Komm, mach das Bild auf. So, das sieht man hier ganz gut, ne? Guckt mal. Da, Fendt 39 und guckt mal hier der Charakter. Neues Gesicht. Der hat einen Hoodie an. Der hat einfach einen Hoodie an, einen braunen Hoodie. Hinten, wie gesagt, die Scheibenegge, die das Feld vorbereitet. Und, ja, natürlich sind die Gewichte wieder mit dabei. Aber der hat einfach mal einen Hoodie an. Sehr, sehr geil. Habe ich noch eins? Ja, natürlich habe ich noch eins. Oh, das muss aber noch angepasst werden. Ja, Fehler gehören dazu, Leute. Nobody is perfect. Und das bin auch ich nicht. Und das will ich auch niemals sein. Zack. MF, meine lieben Freunde. Und zwar ein 8S205 mit einem Pöttinger Dreiachs-Ladewagen. Der MF, auch eins der neueren Modelle, die hier mit dabei sind. Da sitzt allerdings jetzt der gleiche Fahrer drin, wieder mit dem braunen Hoodie. Aber auch ganz schick anzusehen. Habe ich noch eins? Natürlich habe ich noch eins. Ich habe noch einen Zetor für euch, ein Zetor Crystal. Auch eins der neueren Modelle. Auch hier ist es der gleiche Fahrer. Hinten mit einem Schwader. Gerade das Gras am Zusammenschwadern. Und da sieht man schon mal ganz gut so eine Art, ja, kleine neue oder angepasste Grastextur. Ich finde, der Boden sieht ein bisschen anders aus. Im Hintergrund sieht man wieder die Wildblumen. Das ist ja seit dem Alpine DLC mit dabei. Finde ich ganz, ganz cool. Aber echt schick, Leute. Echt schick. Das waren leider schon alle Bilder, aber ich muss echt mal sagen, also nicht so C, Zetor, MF, ne, hier Fendt, Case ist mit dabei und dann hier die Ölproduktion. Also mega, mega geil. Mehlproduktion. Zucker haben sie jetzt leider noch nicht hier mit drin. Hier ist die Bäckerei, wie gesagt, Brotproduktion, was ihr dann halt zum Supermarkt zum Beispiel bringen könnt, um es weiter zu verkaufen. Ich find's mega geil, Leute. Ich freue mich drauf. Hier nochmal für euch zur Erinnerung. 4. Quartal 2021 ist es soweit.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen, aber das ist ja schon mal mega, dass Produktionen im LS22 vom Ingame aus, von Giant selber, zur Verfügung stehen und wir nicht auf irgendeine Modmap warten müssen, wo das dann mal verfügbar ist. Und vor allem, es stand jetzt nirgendwo im Titel oder in dem Text, in dem Blog, dass es nicht für Konsole. Also gehe ich mal stark davon aus, Leute, auch die Konsole wird Produktionen bekommen. Ah, wie war das nochmal? LS19 Produktion? Nee, das geht leider nicht. Ja, jetzt geht es, Freunde. LS22 bringt die Produktionen zu eurem heimischen Gaming Room, egal ob Konsole oder PC. Ich freue mich drauf, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich alle im nächsten Informationsvideo dazu. Und wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag, Freunde. Danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tüdelü. Und tschüss.